Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Magazin, in dem ihr die wunderbaren Konzerte von regionalen Bands erleben könnt. Wir waren bei der ersten Newcomer TV-Nacht am 31. März in der Portstraße Jugend und Kultur und haben insgesamt 4 Bands aufgezeichnet, von denen ihr schon 2 gesehen habt. Und jetzt möchte ich euch eine Band vorstellen, die kommt aus Mainz, aus der Ecke Mainz. Die sollten eigentlich schon 2022 spielen, aber Corona hat sie sozusagen gehindert, diesen Gig zu machen. Und jetzt haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese wunderbare Band zur ersten Newcomer TV-Nacht einzuladen. Und es war ein großartiges Konzert, fantastische Musik, eine unglaubliche Sängerin, tolle Musiker und Musikerinnen. Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus für Belle Blaire. Hey, 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 hey.
Hallo, ihr lieben Menschen da draußen an dem Bildschirm. Willkommen bei der ersten Newcomer-TV-Nacht hier in der Portstraße. Jugend und Kultur am Fuße des Taunus. Es ist ein bisschen ein verregneter Tag, aber ich glaube, die Energie ist sehr günstig, sehr frühlingsmäßig, hoffnungsvoll, dass der Laden voll wird und dass die Leute zum Konzert kommen. Und ich möchte euch jetzt eine Band vorstellen aus Mainz, die eigentlich im letzten Jahr hätte schon spielen sollen bei einer Newcomer-TV-Nacht, aber die dann, wie viele von uns, einfach krank geworden sind und kurzfristig abgesagt haben. Aber jetzt habe ich sie hier und wir haben schon einen Soundcheck gehört und es wird ein fantastisches Konzert auf euch zukommen. Und ich habe hier den Phil und den Sebastian. Genau, ich wollte einfach, dass er es selber sagt. Bel Blair aus Mainz. Im weitesten Sinne würde ich jetzt sagen, Independent Pop-Musik. Ja, mit ein bisschen Rock noch, ja. Ja, genau. Und was mir an euch aufgefallen ist, mehrstimmiger Gesang. Mhm. Ja. Ist das, weil ich finde es, weil ich mache ja selber so Backing-Gesang und so, aber ich finde es so akkurat, wie ihr das macht, so aufeinander. Liegt das in euren Genen? Seid ihr zusammen aufgewachsen oder ist das unglaublich viel Übung? Viel Übung. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Band-Historie. Frauke und ich sind als Folk Akustik-Duo aufgetreten und da hat sich dieser mehrstimmige Gesang damals angeboten und das haben wir dann, als wir dann 2018 nach Mainz kamen aus Dresden, haben wir das im Bandkontext weiterverfolgt. Sah denn das Casting aus? Wie bist denn du zu Bel Blair gekommen? Ja, da gibt es so eine Plattform, die benutzen nicht mehr so viele Leute, die heißt Facebook, glaube ich. Genau, nee, aber Frauke und Sepp hatten damals, als sie hergezogen sind, einfach einen Aufruf gestartet, wir suchen noch Musiker. Und ich war gerade wieder nach dem Studium auch wieder nach Mainz zurückgekommen. Und dann habe ich was gesucht und Casting war es nicht wirklich. Wir haben uns einfach im Proberaum getroffen, die Chemie hat gestimmt und dabei ist es schon geblieben.
Ich hoffe, es hat euch auch so unglaublich gut gefallen wie mir. Also wir waren total on fire bei dem Konzert von Bel Blair. Und ich kann einfach nur sagen, geht zu Konzerten, wo diese Band spielt und lasst euch von dem Zauber dieser Band einfangen, wie sie uns eingefangen hat. Ich möchte euch aber eine weitere zauberhafte Band vorstellen, die an diesem Abend auf der ersten Newcomer TV-Nacht gespielt hat. Und zwar eine Band, die, das muss ich gerade mal nachgucken bei meinen ganzen Zetteln, die eine Art Indie-Rock, Disco-Rock-Sound macht und feinste Tanzmusik spielt. Und aus der Ecke Darmstadt, wenn ich mich nicht irre, kommt und uns einfach auch unglaublich gefangen genommen hat mit ihrem fantastischen Sound. Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus für Scheiba. Danke sehr für die schöne Anmoderation. Wir sind Scheiba. Alle, die draußen sind, dürfen reinkommen. Ziehe mein Hut. Wir haben den weiten Weg aus Darmstadt hierher gekommen. Hey, Familie Amann ist auch am Start. Wir haben den weiten Weg aus Darmstadt hierher zu euch gefunden, um heute 30 schöne Minuten zusammen zu haben. Deswegen brauchen wir von jedem von euch jetzt 3 Schritte nach vorne. 3 Schritte nach vorne. Es ist ein Konzert. Auf dem Konzert tauscht schon Liebe aus. Sehr schön. We'll be right back.
ihr Menschen da draußen, willkommen zur ersten Newcomer-TV-Nacht hier in Oberursel, in dieser wunderbaren Musik-Location Portstraße Jugend und Kultur. Die erste Newcomer-TV-Nacht des Jahres steht an und gut, es regnet da draußen und ich habe keine Ahnung, vielleicht rudert er hierher. Auf jeden Fall sind wir im Internet zu sehen, im Livestream und natürlich auch live. Ab 20.30 Uhr geht es hier los. Und ich möchte euch eine Band vorstellen aus Darmstadt, die ich ganz großartig finde, mit dem klangvollen Namen Scheiba. Und hier bei mir sind der Sebi und der Mo. Hallo, schön euch zu sehen, endlich mal zu treffen, weil wir spielen ganz fleißig beim Virusmusikradio eure Songs, weil ihr habt die ja irgendwo im Internet hochgeladen. Ich will die Plattform jetzt nicht sagen, weil das ist ja alles Schleichwerbung und wir sind ja ein werbefreies Radio. Was mir aufgefallen ist bei euch, ihr habt also sehr gefühlvolle Texte, du hast eine unglaublich schöne, raue Stimme und ihr habt fantastische Bläsersätze und das Ganze klingt so ein bisschen poppig und funky. Ist das Absicht? Habt ihr einen genialen Komponisten oder wie entstehen bei euch die Songs? Ja, wie die Songs entstehen, das ist, unterliegt strengster Geheimhaltung, das Rezept. Wir spielen schon relativ lange zusammen. So als Grundbesetzung haben wir uns alle so mehr oder weniger in der Big Band der Schule mal kennengelernt und da kommt dann irgendwie auch so dieses ganze Bläsersatzthema her. Und dann ging es weiter, dass wir irgendwann eine Band für einen Abiball gebraucht haben und dann Rockabilly gemacht haben. Da haben wir dann natürlich auch Bläser gebraucht und dann hat sich alles ein bisschen aus den Augen verloren und dann nach Corona haben wir gesagt, ey, lass mal wieder Mucke machen. Und dann haben wir uns zusammengefunden, ich hatte ein bisschen was vorbereitet und einfach mal gemacht und das kam dann am Ende mit dem, wo wir herkommen, so ein bisschen einfach raus. We'll be right back.
Dankeschön. Tanzige Musik, also ihr wollt die Clubs, Musikclubs zum Glühen bringen, dazu braucht es einen fantastischen Bass. Hältst du die Band so ein bisschen zusammen? Also am Bass, also sowohl als auch sozial, habe ich das Gefühl, dass ich da manche Gräben mit meinen sozialen Brückenbaufähigkeiten überspannen kann. Nee, also ich probiere es zumindest, ja. Das nächste Lied haben wir gerade im Studio aufgenommen. Letztes Wochenende waren wir in Frankfurt. Und wie das so ist mit Studio aufnahmen. Es ist brandneu! Immer noch ganz on fire von diesem tanzigen Sound der Band. Scheiba war das und ihr saht in der heutigen Sendung Bel Blair und eben Scheiba. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf weitere Newcomer-TV-Folgen mit unglaublichen tollen Bands. Danke, dass ihr zugeschaut habt und danke an die Bands für dieses tolle Konzert, was sie gegeben haben. Danke an den unglaublichen Jochen von Newcomer TV, der das alles irgendwie in Bildern umsetzt und alles einfängt mit seiner Crew. Und danke an euch, dass ihr Interesse hattet. Kommt zu Newcomer TV am 28. Genau, am 28. April ist die nächste Newcomer TV-Nacht. Und ansonsten im Juni wird es wieder eine geben, im Mai, immer am letzten Freitag im Monat in der Portstraße Jugend und Kultur. Ciao, das war euer Seppel und der Jochen an der Kamera. Wir sehen uns beim nächsten Newcomer TV.